Herzlich willkommen. So schön, dass du eingeschaltet hast hier bei ICF Schwarzwald Bodensee. Hey, gleich geht's los. Lass uns doch gern schon mal ein Like und ein Abo da und dann eine richtig inspirierende Zeit beim kommenden Video. Jakobusbrief. Wir machen gerade eine Serie über den Jakobusbrief. Jakobusbrief ist ein Buch im Neuen Testament. Es sind 5 Kapitel. Wir hatten letzte Woche Kapitel 1 und jetzt heute Kapitel 2 und dann auch die nächsten Wochen die weiteren Kapitel. Auch eine herzliche Einladung, unsere Podcasts auf Spotify oder auf YouTube noch anzuschauen, weil jeder hat andere Aspekte. Letzte Woche hat Nico hier eine Mega-Predigt gehalten, ja, über Kapitel 1. Ich habe auch eine Mega-Predigt gehalten in Freiburg über Kapitel 1. Und die war ganz anders, da war sozusagen nichts gleich, ja, außer die Einleitungsworte vielleicht, ja. Und das ist so cool, weil du kannst so viel, der Jakobusbrief ist so dicht, du kannst über jeden Vers könntest du eine eigene Predigt halten, du könntest über ein einzelnes Kapitel, über das Kapitel heute könnten wir eine ganze Predigtserie halten. Und darum haben wir verschiedene Aspekte rausgepackt. Der Jakobusbrief, der ist wichtig, das ist, der Bruder von Jesus hat den geschrieben, okay. Und das ist kein theologisches Werk, sondern vielmehr ein praktisches Werk. Also es gibt theologische Briefe im Neuen Testament und es gibt praktische. Und Jakobusbrief ist kein theologisches Buch, es ist ein praktisches Buch. Das heißt, es geht sehr praktisch und wie lebe ich konkret. Jakobus ist vor allem von 2 Dingen inspiriert und du merkst viele Dinge durch. Das ist einmal die Bergpredigt, merkst du durch den ganzen Jakobus durch, wie sie es durchschlängelt, und das Buch der Sprüche. Und zwar sehr praktisch, er ist sehr nah, da merkt man einfach, dass der Bruder von Jesus ist sehr nah an der Predigt von Jesus orientiert. Und Sprüche, weil Jakobus hat die ganze Zeit so Weisheitsnuggets. Das ist ein bisschen, er hat seine Nugget-Liste und macht die einfach in ChatGPT und hat dann hier den Jakobusbrief schreiben lassen. Ja, so ein bisschen, das ist ein Bam, 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 Bam. Darum sind es einfach so ein Nugget, ein Nugget, ein Nugget, ein Nugget. Du denkst, wow, wow, wow. Ja, und das ist einfach so ein Buch der Sprüche, ganz viel mit Weisheiten. Und haben hier auch den Untertitel hier von dieser Serie, authentisch, praktisch, klug. Weil das Wort, das am häufigsten eigentlich vorkommt, ist vollkommen. Vollkommen heißt ganzheitlich, es heißt echt, es heißt nicht gefaked, sondern real. Und da geht es Jakobus ganz viel drum, im ganzen Brief ist, wir sollten kein gefaktes Christsein leben, hier einen auf Christ machen, aber hier nicht Christ leben, sondern im ganzen Leben, in allen Lebensbereichen, wie wir auch aus der letzten Serie rauskommen, über Arbeit, ist so, meine Arbeit ist geistlich, meine Arbeit ist Anbetung, ganzheitliches Leben, echtes Leben, nicht was vorzuspielen, nicht vor den anderen Brüdern und Schwestern was vorzufaken, hey, ich bin hier mein Churchface und morgen sieht mein Leben anders aus, sondern ganzheitlich, vollkommen, und wie leben wir das praktisch? Da geht es im Jakobusbrief drum. Und ich möchte uns mal so zeigen, ich habe ja 3 Kinder und es gibt dieses bestimmte Alter, wenn Kinder Bilder malen und du erkennst nicht so ganz genau, was sie dort machen wollen. Und es gab schon die Momente, da habe ich dann irgendwie so ein Bild gekriegt, ja, und so, oh cool, guck mal Papa, ich habe ein Bild gemalt. So, oh cool, ja, ey, was ist denn das? Das ist ein Hund. Ja, mega. Mega Hund, ey, schreib mal Hund hin. Ja, dass dann die Oma auch weiß, dass es ein Hund ist. Und natürlich noch von Jael, ja. Okay, und dann kommt irgendwie das nächste Bild. Und dann nimmt sie dann eine andere Farbe. Sagt wieder, guck mal, ich habe noch mal ein Bild gemalt. Und ich mal dir noch mal was. So, was ist das? Ja, das bist du, Papa. Okay, krass, ja, von der Rundung her passt's. Aber ich schreibe da auch mal noch hin, was es ist, dass Oma und Opa wissen, was es genau ist, das Bild. Weil ist echt schön gemalt, aber for real, man kennt eigentlich gar nichts. Und eigentlich ist das ein ziemlich gutes Bild für uns, was uns als Christen häufig repräsentiert ist. Unser Leben sieht überhaupt nicht anders aus als das Leben von anderen Menschen. Und man muss nur Christ draufschreiben und sonst würde man es nicht erkennen. Ohne dass wir den Namen noch Christ, hallo, ich bin Christ, draufschreiben, würde man nicht den Unterschied am Leben erkennen, ob du Christ bist oder nicht. Aber der Jakobusbrief, da geht es darum, ey Leute, man soll an unserem Bild erkennen, das ist ein... Okay, also, das geht auch besser, das geht auch besser. Der Schwanz fehlt, der Schwanz fehlt. So, das ist ein Strichhund mit Giraffenkreuzung. Es geht darum, man soll an unserem Leben erkennen, wer wir sind. Und nicht nur, ah cool, ich habe doch auf Social Media was gepostet, dass ich irgendwas Christliches mache. Oder dass ich hier in der Church bin. Und sage ich nicht, das nicht zu tun, es ist gut, es zu tun. Aber die Aussage ist, man soll es an unserem Leben sehen. Und wir schauen jetzt mal in den Jakobusbrief rein. Ja, ich hab schon ein paar Punkte gekürzt. Ich bin von 8 auf 6 Punkten runter für heute schon. Ich hab heute Nacht nochmal 2 Punkte gekürzt, weil ich einfach gedacht habe, das wird ein bisschen knapp. Aber jetzt ist es auch schon wieder knapp. Wir gehen einfach mal rein in Vers Jakobusbrief.
Es gibt wie so die zwei Abschnitte, vor allem die zentral sind. Es ist dort der erste Abschnitt, da hat der Nico letzte Woche schon ganz cool aus dem ersten Kapitel heraus dort schon Aspekte gemacht zu dieses. Mach nicht einen Unterschied. Fand ich so gut, redest du lieber mit einem Prediger oder mit einem Penner? Und daran merkst du, ob du Leute unten, ob du mit den Leuten einen Unterschied machst. Und es ist halt schon eine spannende Sache, ist so, lass uns nicht einen Unterschied machen, lass uns Menschen wertschätzen, ehren. Und dann gehen wir mal hier in Vers 10, okay? Vers 10. Sind wir am Start? Ja. Sind wir wach? Ja. Jawohl, ja, ist uns kalt? Friert's euch? Könnt ihr einfach eure Jacken anziehen, wenn es zu kalt wird? Mir ist ultra kalt, nämlich. Nein. Denn wer das ganze Gesetz hält, in einem einzigen Punkt, aber versagt, der hat sich in allen Punkten schuldig gemacht. Wer das ganze Gesetz hält, in einem einzigen Punkt aber versagt, der hat sich in allen Punkten schuldig gemacht. Mein erster Punkt ist, erstens, alle versagen vor Gott, doch Glaube rettet. Alle versagen vor Gott, doch Glaube rettet. Und zwar, Jakobus, der führt im Endeffekt ein bisschen aus, ey, unser ganzes Leben, wenn wir nur in einem Punkt im Gesetz vor Gott, Gott ist so perfekt, wenn wir nur in einem kleinen Punkt versagen, dann versagen wir gesamtheitlich. Kannst du dir vorstellen, ich habe hier mal ein Bild von der Scheibe, wenn du mal mit dem Hammer auf eine Scheibe schlägst, ist die ganze Scheibe kaputt. Und genauso ist die Aussage auch hier, wenn wir nur in einer Sache verfehlen, ist alles gesamtheitlich kaputt. Und das ist das Problem, dass wir aus uns heraus können wir nicht gerecht werden vor Gott. Ja, und das ist das, warum Jesus kam, dass Jesus uns aus seiner Gnade heraus rettet. Und wir bekommen diese Gnade durch Glauben. Indem ich an Jesus glaube, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, ist die Möglichkeit da, dass ich in mein zerstörtes Leben zwischen Gott und mir, indem ich verfehlt habe vor Gott, wieder gerecht werde mit Gott. Durch Glauben. Okay? Das finden wir sehr viele Aussagen in der Bibel. Und das ist das Zentrale, warum Jesus kam. In Epheser 2, Vers 8 bis 10 heißt es, denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit sich niemand rühmen kann. Das heißt, nicht durch dein eigenes Tun, nicht durch deine Werke, nicht durch das bekommst du die Gnade, sondern nur durch den Glauben bekommst du die Gnade, dass Gott dann sagt, ey, guck mal, ich gebe dir ein neues Fenster. Ich gebe dir ein neues Fenster mit Panzerglas. Ja, so, dass du nicht mehr kaputt gehst, dass du stehen bleibst, dass du nicht mehr fällst, sowas. Ja, dass du mit mir bleibst, dass du gerettet wirst. Dass die Rettung ist, ich bin hier mit Gott und werde auf ewig mit Gott sein. Das heißt, nach dem Tod werde ich ewiges Leben haben. Das ist der rettende Glaube, okay? Das heißt, die Gnade kommt durch Glaube. In Jakobus 2, Vers 19 bis 20 heißt, ich gebe ein bisschen Gas, okay? Du glaubst, dass es einen einzigen Gott gibt? Da tust du recht. Auch die Dämonen glauben das und schaudern. Bist du nun willens, du törichter Mensch, einzusehen, dass der Glaube ohne die Werke wirkungslos ist? Okay, zweitens, Dämonen glauben auch an Gott. Welcher Glaube rettet? Das ist die wichtige Frage. Der erste Punkt war, alle versagen vor Gott, doch Glaube rettet. Aber das heißt, die Dämonen glauben auch an Gott, also welcher Glaube rettet? Wisst ihr, was ich meine? Also, die Dämonen glauben auch an Gott. Ja, die Dämonen glauben an Gott. Die erkennen, wie krass es ist. Die sind extrem gottesfürchtig. Weil die wissen, wer Gott ist und was er alles tun kann. Aber trotzdem folgen sie ihm nicht nach. Trotzdem haben sie keinen rettenden Glauben, sondern sie glauben einfach nur an ihn. Weil sie wissen sogar, dass es ihn gibt. Echter Glaube, und das ist im Jakobusbrief, ist echter Glaube braucht Taten, um ihn sichtbar zu machen. Echter Glaube, der Glaube, der rettet, braucht Taten, weil Taten sind der Beweis für echten Glauben. Da möchten wir jetzt ein bisschen tiefer reingehen, weil da denken wir manchmal, es gibt dort Paradoxons in der Bibel selbst. Aber schauen wir weiter, weil hier jetzt nochmal in Epheser 2, Vers 8 bis 10, ich habe gerade eben das schon gelesen, denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gnade ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit sich niemand rühmen kann. Und hier wird man jetzt normalerweise Stopp machen. Ja, es ist nur Gnade, dass ich mich nicht rühmen kann. Und dann Vers 10 heißt es aber, denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Geschaffen in Jesus Christus zu einem Leben
voller guter Taten. Also er rettet uns, wir können es nicht selber tun, aber er rettet uns, macht uns zu neuen Menschen, damit wir ein Leben haben, das gute Taten zur Folge hat. Das heißt, plötzlich ist dort dieses Glaube und Taten ganz eng zusammen. Und es ist dieses Ding, wo wir manchmal drin sind, weil heute haben wir eher so eine Bewegung, wo wir halt so sagen, hey, es ist einfach nur Gnade. Es ist nur Gnade. Ich brauche nichts machen. Ich kann einfach nur, bekehr dich einfach. Sag einfach, hallo, ich bin hier, ich bin Christ und komm in die Church. Und alles ist gut. Ist halt nicht biblisch. Ist zwar cool, aber ist nicht biblisch, gell? Und da möchten wir ein bisschen weiter reinschauen, weil wir sind neue Menschen geschaffen für gute Taten. Wir sind nicht nur gerettet von etwas, von unserem zerstörten Fenster, sondern für etwas, das man auch durchschauen kann. Es geht nicht nur darum, irgendwie gerettet von etwas zu sein, sondern für etwas gerettet zu sein. Jakobus 2, Vers 14. Was nützt es, meine Brüder und Schwestern, wenn einer sagt, er habe Glauben, aber keine Werke vorzuweisen hat? Vermag der Glaube ihn etwa zu retten? Oder hier ist sogar die Formulierung, sogar die ganz, ganz, ganz korrekte Übersetzung aus dem Griechischen wäre, kann diese Art von Glauben denn überhaupt retten? Kann also diese Art von Glauben, das heißt, ihr vermag der Glaube ihn etwa zu retten, vermag diese Art von Glauben überhaupt zu retten. Das ist krass, oder? Also Jakobus sagt hier, hey, wenn der Glaube keine Werke vorzuweisen hat, ist es kein echter Glaube. Und dieser unechte Glaube, der kann gar nicht retten. Sind wir da am Start? Ich bin erst bei Punkt 2, gell? Ab jetzt wird's gut. Okay, drittens. Wenn keine Werke folgen, ist es kein rettender Glaube. Wenn keine Werke, das ist jetzt nicht mein Punkt, das ist biblisch. Wenn keine Werke folgen, ist es kein rettender Glaube. Beklag dich nachher nicht beim Prediger, sondern beim Autor. Okay? Beklag dich nachher nicht beim Prediger, sondern beim Autor. Ja? Okay, also. Wenn keine Werke folgen, ist es kein rettender Glaube. Jakobus vergleicht den Glauben ohne Werke, dort auch in dem ganzen Kontext, mit einem Beispiel so von Mitleid zu haben ohne Hilfeleistung. Ich fand es so gut, wie es Nico letzte Woche gesagt hat. Ja, guck mal, wenn jemand jetzt kommt und sagt, ey, ich habe die Woche, keine Ahnung, Job verloren, Wohnung verloren, alles verloren. Und du dann sagst, ja cool, oh, so schlimm, hey, ich bete für dich. Und keiner packt an. Einmal, das ist nicht Kirche, sondern das Kirche ist, ey, wir helfen. Hilfe heißt nicht nur, es heißt nicht nur, oh cool, ich bete halt für dich, sondern heißt auch, ich packe mit an. Ich übernehme Verantwortung. Ich habe, weil Mitleid zu haben, ohne etwas zu tun, ist wahrscheinlich kein Mitleid. Und das merkst du immer so, wenn es nicht irgendwie sichtbar wird im Leben, dann ist es nicht echt. Und das bringt Paulus, darum macht er auch diese ganze Zeit diesen Bezug zu, ey, guck mal, es müssen Taten folgen. Du kannst nicht nur sagen, einen auf Nächstenliebe, sondern Nächstenliebe musst du im Leben sehen. Und genauso musst du den Glauben in deinen Werken sehen. Machen wir schon wieder weiter. Viertens, zwei Irrtümer über rettenden Glauben. Schau mal kurz zwei Irrtümer über rettenden Glauben an. A, also erstens, Scheinglaube reicht aus. Das ist ein Irrtum über rettenden Glauben. Ein Irrtum, den es über den rettenden Glauben ist, dass Scheinglaube ausreicht. Das bedeutet, ich habe einfach kurz gebetet und dann ist alles gegessen. Ohne eine Lebensveränderung, ohne einen Gehorsam. Viele Leute sagen sowas, ja cool, ey, ich möchte halt einfach die billige Rettung. Dietrich Bonhoeffer hat den Begriff ein bisschen geprägt, die billige Gnade. Es ist einfach so, oh cool, ich bin halt gerettet und habe jetzt mein Freiticket in den Himmel und kann machen und tun, was ich will, weil ich bin ja gerettet. Aber das ist die Sache, was Jakobus sagt, ist, dieser Leben ist kein echter Glaube. Es ist Ausnutzen von irgendeinem Vorteil, den du dir versuchst zu erschaffen. Und darum Scheinglaube. Nein, Scheinglaube reicht nicht aus. Und darum können wir es auch nicht vorfaken. Und Jakobus geht da ziemlich scharf rein. Es so Leute, weil es gab dann genug Leute, wo sich das Christentum ausgebreitet hat, von Scheinglaube. Die sagen, ja cool, ich bin ja christlich, ich gehe doch in die Kirche. Ich bin ja sogar christlich aufgewachsen. Ich besitze sogar eine Bibel, die ich zwar nicht lese,
Doch, jetzt heute habe ich ein Kapitel gelesen auf der Leinwand. So mitgelesen, gell? Aber in meinem Leben sieht man keinen Unterschied. Paulus sagt, wow, ist das Scheinglaube? Und der andere Irrtum aber über rettenden Glauben ist, das heißt auf der anderen Seite des Pendels, meine Werke rechtfertigen mich vor Gott. Weil das dann das andere, wo es halt auch reingeht, wo vor allem Paulus in anderen, vor allem im Römerbrief reingeht, ist so, gerade vor allem, wenn wir dann als Christen sehr gesetzlich werden, zu denken, jetzt kann ich es mir erarbeiten. Das ist es eben auch nicht. Also es ist nicht, dass ich sagen kann, ey, cool, guck mal, wie toll ich jetzt laufe. Guck mal, wie was für ein Heiliger ich bin. Ich bin ja sowieso der Pastor, ich bin extrem heilig. Ja, so, ich muss nicht mehr duschen, ich stink nicht mehr. Ja, auch ich kann 5 Wochen lang die Schuhe anhaben, Tag und Nacht, die Füße stinken immer noch nicht. Ja, ich kann aufs Klo gehen, sag ich mal, ich mach die Feuchttücher sauber. Ja, also so heilig, so, und genau so ist auch mein Innenleben. Ja, weil ein Pastor ist so, wir können uns nicht einbilden, und das ist genau das, was auch geht, ey, du kannst dir nicht einbilden, dass du dich selber gerecht machen kannst, weil wenn dein Fenster halt kaputt ist, ist dein Fenster halt kaputt. Du kannst da schön einen Tesa draufkleben, was du willst, aber damit geht es nur noch kaputter. Du wirst dich nicht selber rechtfertigen können vor Gott. Deine Taten, das, wie du denkst, wie du super lebst, wird dich nicht gerecht machen vor Gott. Ja? Du kannst nicht geblitzt werden und dann sagen, jetzt mache ich es halt einfach wieder gut, indem ich halt jetzt besser fahre. Du musst die Strafe zahlen. Das ist leider, ja, das ist echt schade. Ich wurde mal in der Schweiz geblitzt, da musste ich 1200 Euro Strafe zahlen. Und ich hatte dann denen so voll so einen Opferbrief geschrieben. Und so kam so, ja, du hättest die Option, auch 2 Tage ins Gefängnis zu gehen. Und dann nicht so, ich zahle. Okay. Ich armer Deutscher. Okay, also. Also meine Werke rechtfertigen mich nicht vor Gott. Das ist ein Irrtum über rettenden Glauben ist, dass meine Taten mich retten können. Nein, das können wir nicht. Das haben die Juden damals dann eben gedacht, ja, wenn ich ja nur so und so gerecht bin, dann bin ich ja schon gerecht. Das haben die Pharisäer gedacht, die haben gedacht, die sind so gut, die sind ja viel besser als die anderen. Und das ist was, wo Jakobus da auch ziemlich krass drauf eingeht, ist so, ey, wenn du denkst, dass du zwar kein Ehebruch begehst, aber jemanden tötest, dann hast du es im gesamten Ding gescheitert. Genauso auch, wenn du denkst, ich habe ja keinen getötet, aber du begehst Ehebruch, ist es genauso, wie wenn du jemanden getötet hast vor Gott. Und plötzlich merkt man, boah, hoppla. Und dann merkst du die verschiedenen Dinge, das, was dich dann trifft, plötzlich schlägt es ein. Bei einem anderen Ding kannst du leicht judgen, kannst du leicht verurteilen. Aber dann, sobald mal was angeht, ist bei dir ist und plötzlich merkst du, wir rennen alle mit einem kaputten Fenster rum. Und darum ist so, wir können uns selber nicht gut machen vor Gott. Aber es ist auch wichtig, dass ein Scheinglaube auch nicht halt ausreicht. Okay, fünftens, die Bibel widerspricht sich nicht. Die Bibel widerspricht sich nicht. Und hier möchte ich auf ein ganz, ganz wichtiges Argument eingehen, weil das ist eins dieser großen Probleme. Warum heute das Christentum so kaputt dasteht, wie es dasteht? Weil es gibt sehr große Missverständnisse, okay? Begonnen mit Martin Luther. Martin Luther kam aus der katholischen Kirche raus und war so, wow, das ist so schlimm mit den Ablassbriefen und du musst dann hier auf jeder Treppenstufe dein Vater unser und die ganzen Dinge, und es war eine Werksgerechtigkeit. Du hast gedacht, dass du aus deinen Werken gerecht wirst, dass du deine Seele aus dem Fegefeuer rauskaufen kannst. Und dann hat er selber ja die Bibel übersetzt und gelesen und gemerkt, Römerbrief. Und dieser Römerbrief voll von, du wirst nicht gerecht durch Werke, sondern nur durch Glauben. Es ist Gnade allein. Und das hat Martin Luther entdeckt und es war so, boah, wie krass, das war der Freiheitsschlag, das war die Geburt der evangelischen Kirche. Und Paul und Martin Luther hat es nicht zusammengebracht, wie der Jakobusbrief in die Bibel passen kann. Und er wollte eigentlich dafür einstellen, dass der Jakobusbrief aus dem biblischen Kanon genommen wird, dass er aus der Bibel genommen wird. Und konnte natürlich nicht machen, und darum hat das als in der Lutherbibel findest du einen Jakobusbrief vor der Offenbarung. Weil er sagt, das ist das Unwichtigste, das ist eigentlich nur ein, es gab so einen Begriff, wie er es genannt hat, quasi wie so ein
ja, ich weiß nicht mehr genau, war auf jeden Fall witzig, wie so ein Dunstding, das sollte besser nicht drin sein halt. Weil er nicht ganz verstanden hat, weil er wie auf die eine Seite dann gekippt ist und dort sehr viel Freiheit erlebt hat, aber dann halt die andere Seite nicht mehr verstanden hat. Und für mich ist wichtig, dass wir erkennen, wie bringen wir jetzt diese biblische Spannung zusammen. Ich möchte mal beispielsweise vorlesen, bei Paulus, Römer 4, Vers 3 bis 5 heißt es, denn was sagt die Schrift? Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer eine Leistung erbringt, dem wird der Lohn nicht aus Gnade ausbezahlt, sondern weil er ihm zusteht. Das heißt, das geht ja gar nicht. Wer jedoch keine Leistung vorzuweisen hat, aber an den glaubt, der den Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Könnt ihr mal Römer 4, ist das ganze Kapitel eigentlich über Abraham und über dieses ganze Thema von Glaube. Und da führt Paulus aus eben über Abraham und wie er ohne Gesetz, ohne diesen ganzen Ding, einfach nur durch Glaube, bevor es irgendwas gab, wurde einfach durch Glaube gerecht gesprochen von Gott. Krass, ohne Jesus am Kreuz, gell? Sowas, schon spannend. Und Paulus sagt eben, Abraham ist nicht durch Werke gerecht geworden, sondern nur durch Glaube. Und jetzt haben wir in Jakobus 2, Abvers 21, der schreibt dann auch über Abraham. Er sagt, Jakobus, wurde Abraham, unser Vater, nicht aus Werken gerecht, da er seinen Sohn Isaak auf den Altar legte? Du siehst, der Glaube wirkt mit seinen Werken zusammen und aus den Werken wurde der Glaube vollkommen. So hat die Schrift sich erfüllt, die sagt, Abraham glaubte und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass der Mensch aus Werken gerecht wird, nicht aus Glauben allein. Okay. Hä? Ich führe es uns mal ein bisschen aus, also natürlich nur kurz, aber so grob zu. Man denkt vielleicht erstmal, das widerspricht sich. Es geht um dieselbe Person, über dieselben Geschichten und haben verschiedene Schlussfolgerungen. Der eine sagt aus Glauben und der andere sagt aus Werken. Und hier ist es wichtig. Es gibt ein paar verschiedene quasi Dinge, wo Paulus so auch, wie auch Jakobus raus zitieren. Und zwar das erste ist in 1. Mose Kapitel 12, beginnt der Glaube von Abraham. 1. Mose Kapitel 1, Kapitel 12, weil da fängt Abraham an, der Verheißung Gottes zu glauben. Okay? Und dann zitiert Jakobus in 1. Mose Kapitel 15, drei Kapitel später, den Bund von Gott und Abraham, da schließt dann Gott einen Bund, drei Kapitel später, und sagt, Abraham, alleine aus Glauben bist du gerecht. Okay? Und jetzt nenne ich dich Freund. Und das ist auch da, wo Paulus Bezug zu nimmt. Und dann haben wir aber noch Jakobus, der dann plötzlich Isaak ins Spiel bringt. Und Isaak, und wo er sagt, hey, weil guck mal, Abraham hat Isaak geopfert oder wäre bereit gewesen, ihn zu opfern auf dem Altar. Siehst du, aus seinen Werken wurde er gerecht. Jetzt muss man aber sehen, das ist in 1. Mose Kapitel 22, wo das mit Isaak ist. Das heißt, 10 Kapitel später, als wo der Glaube anfängt. 20 Jahre später. Und es ist 20 Jahre später, als der Bund dann war, in Kapitel 15. Das heißt, Jakobus und Paulus reden von unterschiedlichen Sachen, unterschiedlichen Situationen, unterschiedlichen Zeitpunkten bei Abraham. Es geht um unterschiedliche Zeitpunkte. Und das Spannende ist, am Anfang, und beide sind sich dort einig, am Anfang glaubte er und nur durch seinen Glaube wurde er gerecht vor Gott. Und dann ist aber das mit Isaak, und da sagt dann Jakobus, aber dort erweist sich der Glaube endlich in Taten. Dort erweist sich der Glaube in Taten. Und die Aussage bei Jakobus ist, echter Glaube rettet. Aber in echtem Glauben siehst du Werke, wie das Abraham bereit gewesen wäre, seinen Sohn Isaak zu opfern. Rettung ist ein souveräner Akt Gottes, wo Gott uns neu macht. Er macht unser Herz und unseren Geist macht er neu. Aber hier, Glaube ohne Werke ist tot, denn es zeigt, dass Gott das Herz nicht erneuern durfte. Glaube ohne Werke ist tot, denn es zeigt, dass Gott dein Herz nicht erneuern durfte. Und darum, es geht die ganze Zeit jetzt nicht nur um die Taten, es geht um das Herz, was hinter den Taten steckt. Paulus, und jetzt nochmal vielleicht nur mal zusammenzubringen, Paulus redet davon,
wie der Mensch durch Glauben gerecht vor Gott wird. Jakobus redet davon, wie dieser Glaube aussieht. Okay? Paulus redet davon, wie der Mensch durch Glauben gerecht vor Gott wird. Jakobus redet davon, wie dieser Glaube aussieht. Und er sagt, wenn der Glaube so nicht aussieht, dann ist es kein Glaube und dann ist es auch kein rettender Glaube. Wenn der Glaube keine Taten mit sich bringt, dann ist es kein rettender Glaube. Dann ist es nur dann ist es eine Lüge. Dann ist eine Lüge. Jakobus sagt, wenn du glaubst, aber nicht tust, lügst du. Die Frage ist nicht, ob Glaube allein rettet oder Glaube und Werke zusammen, sondern die eigentliche Frage ist, ob toter Glaube rettet oder lebendiger Glaube. Die eigentliche Frage ist, ob toter Glaube rettet oder lebendiger Glaube rettet. Und die Aussage ist, lebendiger Glaube rettet, toter Glaube rettet nicht. Weil selbst die Dämonen glauben. Ich hoffe, ihr kommt mit. Aber es ist auch mal gut, mal in der Kirche mal solche Themen ein bisschen zu haben, gell? Das ist schon krass, weil dann am Anfang eben geht dann Jakobus ja so drauf ein und sagt, und er malt dann auch ein bisschen ins Gesetz aus und sagt so, hey, guck mal, wenn du die Ehe nicht brichst, aber jemanden tötest, dann bist du insgesamt gefailt. Und das heißt so vorm Gesetz, wir verfehlen alle, darum brauchen wir Gnade. Aber dann ist am Ende dann wieder die Aussage ist so, aber jetzt, wenn ihr neue Menschen seid, dann tut ihr das trotzdem nicht. Aber nicht aus einer Gesetzlichkeit heraus, sondern aus einem veränderten Herzen heraus. Und da sagt Jakobus, wenn es in deinem Leben nicht sichtbar ist, hat sich dein Herz nicht verändert. Das heißt, dann stellt sich wirklich die Frage, ob man gerettet ist. Das ist die Frage, die Jakobus dort stellt. Sechstens, Werke sind nicht der Grund der Rettung, sondern der Beweis. Wir sind schon am Ende eigentlich jetzt. Ich habe versucht, mich zu beeilen. Werke sind nicht der Grund der Rettung, sondern der Beweis. Okay? Du kannst nicht sagen, hey, guck mal, wie toll ich mich da jetzt verhalten habe. Wie toll ich das jetzt gemacht habe. Das ist nicht der Grund für deine Rettung. Wir alle haben gefailt. Aber es ist der Beweis der Rettung. Jetzt wieder, Jakobusbrief bringt ja immer Bezug auch zur Bergpredigt. Und jetzt gehen wir nochmal in die Bergpredigt in Matthäus Kapitel 7, ab Vers 16. Da sagt Jesus, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Lassen sich etwa Trauben ernten von Dornen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Jeder faule Baum aber trägt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte tragen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte tragen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird gefällt und ins Feuer geworfen. So werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Und jetzt merken wir plötzlich, es ist das gesamte Thema vielleicht ein roter Faden durch die Bibel. Und heute sind wir nämlich in eine Richtung gekommen, wir haben dann Gnade entdeckt. Es war extrem gesetzlich, turn or burn. Und dann war so eine Bewegung, dass dann so die Gnade entdeckt hat. Und dann ist es aber gekippt. In Gnade ist mein Freifahrtschein. Es ist ganz egal, wie ich lebe, es ist ganz egal, was ich mache. Gott ist ja so gnädig, er ist ja und so alles. Ja, er ist gnädig. Aber die Frage ist einfach, hast du toten oder lebendigen Glauben? Also nur zu sagen, Herr, Herr, aber in meinem Leben sieht man es nicht, es kommt keine gute Frucht aus meinem Leben hervor. Jesus sagt, am guten Baum kommen gute Früchte, schlechte Baum, schlechte Früchte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen. Wie ist die Frucht in meinem Leben? Und es ist Jakobus, sagt, wie ist die Frucht in deinem Leben? Wie siehst du in deinen Werken? Wie gehst du mit Menschen um? Wie lebst du deine Ehe? Wie lebst du in deinem Beruf? Wie lebst du ganzheitlich deinen Glauben? Ganzheitlicher Glaube, darum geht's. Wie leben wir dort? Oh my goodness, puh. Okay, Jakobus 1 ging es um Anfechtungen. Da habe ich letzte Woche drüber gepredigt, wer da über das Thema Prüfungen und Anfechtungen, was hören möchte, hört es gerne mal an, gibt es auf Spotify die Predigt. Weil es ist, wo Jakobus sagt sowas, diese Anfechtungen. Es gibt Prüfungen, wir gehen alle durch Prüfungen, gehen alle durch Anfechtungen. Aber wenn wir dort standhalten, dann wird unser Glaube wachsen.
Das ist die Bewährungsprobe. Das ist das, dass wir aufs nächste Level kommen. Genauso wie, und darum, manchmal sind unsere Werke kommen, wenn wir die Prüfungen bestehen. Unsere Werke werden oft sichtbar, wenn wir die Prüfung bestanden haben. Kennst du es auch so vorher in Prüfungen, in der Schule, an der Uni, was auch immer, Führerscheinen, was auch immer du hattest oder sonst Weiterbildungen. Vorher bist du die ganze Zeit mega angespannt, mega so, wow, wow, wow. Und weißt nicht genau, wie es wird. Prüfungsstress. Und dann hast du es. Und dann hast du bestanden. Und plötzlich hast du die Frucht von der Prüfung, die vorher war. Und es ist gar nicht mehr so schlimm, was vorher war, sondern es ist wichtig, was jetzt ist. Und es ist, was Jakobus da die ganze Zeit wie so diesen Schwerpunkt drauf legt, ist so, hey, haltet durch die Prüfungen durch, weil am Ende sind sichtbar eure Werke. Am Ende wird sichtbar ein Leben, das Gott verherrlicht. Am Ende wird sichtbar, aber dass wir nicht bei den Prüfungen und Anfechtungen einknicken. Ja? Ja, Mann. Unser Glaube, rettender Glaube, wenn unser Herz transformiert wird durch Jesus, der befähigt uns, dass wir von innen heraus transformiert werden. Dass meine Gedanken verändert werden, dass unsere Gedanken verändert werden, dass ich andere Dinge sehe. Ja? In meinem Herzen passiert etwas von Nächstenliebe, dass ich zum Beispiel am Muttertag anfange, die Mutter zu ehren. Wie ich mit meiner Frau umgehe, ist eine Frucht, die aus meinem Leben heraus, aus dem Glauben heraus entspringt. Und jetzt ist wieder so schön, weil auch Jesus geht den Weg mit uns. Es ist nicht gerettet und vollkommen. Wie gesagt, ich bin nicht hier als der heilige Pastor, der keine Themen, keine Fehler, keine falschen Gedanken, keine falschen Wünsche hat. Sondern wir sind alle Menschen, wir sind alle unterwegs. Aber wir sind Menschen, die erneuert werden durch ihn. Und ich weiß, da wo ich vor einem Jahr stand, stehe ich heute nicht mehr. Und ich weiß, wo ich vor 10 Jahren stand, stehe ich heute nicht mehr. Weil es ist ein Prozess, weil der Glaube ist lebendig im Leben. Und er lässt Frucht kommen und Frucht kommen und Frucht kommen. Wenn du einen Baum pflanzt, es ist nicht, dass von Moment 1 an alles sprießt und abgeht und was auch immer. Ich habe es probiert, mit Bäumen zu pflanzen, bei mir im Garten. Spissel ist so eine Sache. Ich glaube, ich habe es nicht ganz richtig gemacht. Aber normalerweise ist es anscheinend so, die habe ich wieder ausgerissen dann irgendwann. Ja, egal. Anderes Thema. Auf jeden Fall. Anscheinend ist auch ein Apfelbaum, der hat nicht im ersten Jahr direkt schon wieder schon Äpfel. Sondern es braucht eine Zeit. Es ist auch so, gepflanzt zu sein, aber es ist so wichtig, dass wir gepflanzt sind. Wer gepflanzt ist im Haus des Herrn, der wird grünen. Und jetzt noch meinen 8. Punkt. Dann haben wir einen 7. Punkt. Den habe ich nicht drauf, den habe ich rausgestrichen. Ich mache ihn trotzdem noch. Und zwar, wir brauchen für einen ganzheitlichen Glauben brauchst du einen Ort, an dem du echt sein kannst. Für einen ganzheitlichen Glauben brauchst du einen Ort, an dem du echt sein kannst. Das Schlimmste ist, wenn du hörst, Christen failen und reden mit keinem. Das Schlimmste ist zu wissen, du bist mit einem Kampf unterwegs und hast keine Leute, mit denen du da durchstehst. Wir brauchen einander. Wer ein bisschen bei mir auf Social Media verfolgt hat, ich war letzte Woche noch, ich bin gerade ein bisschen im Konferenz-Hype, ich war letzte Woche noch in Amerika bei einer Männerkonferenz und da bin ich schon seit Jahren will ich dorthin, weil mir auch das Thema Männerarbeit so stark irgendwie so ein Anliegen ist, aber ich nicht weiß, wo anfangen und sowas. Und ich merke einfach so, und es war krass mit 3000 Männern dort in der Wüste bei so einem Ding, das war richtig wild. Und da war so ein Level von Transparenz und Ehrlichkeit, habe ich noch nie in meinem Leben erlebt gehabt. Da hat jeder Mann beim Eingang, da waren Berge von so Holzbalken, ja, so halbe Meter Holzbalken oder sowas. Und da hat jeder einen Balken genommen mit einer Schnur und einem Edding. Und dann hast du dort beim Eingang schon deine ganzen Themen draufgeschrieben. Deine ganzen Probleme, deine ganzen Kämpfe, da wo du Durchbruch brauchst, da wo du gerade noch echt deine Schwierigkeiten hast. Und dann habe ich gedacht, ja, was schreibt man jetzt drauf? Und wie ehrlich ist man da? Und dann gucke ich da ein bisschen rum und sehe so, wow, krass, mega ehrlich. Oh, hoppla. Und das ist so krass, weil das hat was gemacht, so zu merken, dass eine Atmosphäre von Ehrlichkeit. Und dann läufst du dort die 3 Tage mit deiner Get-Free-Liste auf dem Rücken rum. Und dann habe ich dort auch die Dinge draufgeschrieben und merkst am Anfang, das ist unangenehm. Du hast den Balken immer an. Du hast ihn immer um.
bei den Games, beim Worship, in den Sessions, die Prediger haben es, wir haben Predigen an. Du siehst dann da auf Video, siehst du, was sie da draufstehen haben. Und die reden auch von vorne ganz offen. Und dann ist nicht, dass da das versteckt ist, sondern kommt jemand zu dir und sagt so, hey, ich habe bei dir gelesen, ey, was da bei dir draufsteht, erzähl mal ein bisschen was. Und ich so, sorry, my English is... Und es war... Das ist so wild. Und ich habe so ein Level von, mit so vielen Menschen, so ein Level von Ehrlichkeit und Transparenz. Es war mindblowing. Und das Level von Freiheit war noch viel mindblowinger danach. Das ist eine Kirche, die macht das seit 14 Jahren, machen sie diese Männerkonferenzen. Und ich kenne die Kirche seit 11 Jahren. Und ich war immer beeindruckt, warum die Männer dort so krass sind alle. Und warum die in so kraftvoll, so frei, so in der Autorität laufen. Und warum die sich so heftig alle verändern. Und dann war das für mich so, jetzt fange ich es an zu verstehen. Weil wir müssen Licht an Dinge kommen lassen, wo wir Durchbruch brauchen. Und darum ist auch so dieses, ey, wenn ich merke, mir fällt schwer, dass aus meinem Glauben Werke kommen, kann es auch sein, ich brauche Leute, die mir helfen, dort durch diese Prüfungen durchzustehen. Die mich erinnern, dass ich Brüder und Schwestern meiner Seite habe, die sagen, ey David, das ging gerade nicht. Das hier war jetzt nicht okay. Hier diese Sache, was hast du da wieder für Müll erzählt? Hey, da irgendwie das, wie ich dich da wahrgenommen habe, ey, das ist aber nichts. Oder ey, komm, hier stehen wir zusammen durch. Und sich nicht zu verurteilen. Und es ist so krass, weil auch Jakobus ist so, ey Mann, ja, eben das Loch im Fenster. Wir können gar nicht verurteilen, weil jeder Dinge hat. Dann wir brauchen für einen ganzheitlichen Glauben, brauchen wir einen Ort, an dem du echt sein kannst. Und das ist was auch für uns als Church, dass wir dort wachsen. Und wir sind eine Kirche, die schon auf einem sehr guten Weg ist. Aber wir dürfen dort noch viel besser werden. Noch viel besser werden, von echt zu sein. Wie fängt es an, indem du echt wirst? Okay. Ich bete noch mit uns. Und zwar, heute möchte ich, es ging jetzt ein bisschen auch um den rettenden Glauben. Und was ich jetzt nicht möchte mit dieser Predigt, ist, dass du jetzt rausgehst und denkst so, jetzt wird ein Gesetzlichkeitsding dir anziehen, ein neues Korsett anziehen von Gesetzlichkeit. So, wie kann ich jetzt wieder irgendwelche Früchte aus meinem Leben rausdrücken? Der Baum ist nicht da und denkt so, wie kann ich jetzt hier einen Apfel? Mist, das war jetzt eine Kiwi. Ja, sondern es ist ein natürliches Resultat. Okay? Auf was wir schauen sollen, ist mein Glaube echt. Das Video ist vorbei. Wir hoffen, es hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass doch gerne ein Like und ein Abo da und aktiviere die Glocke, so wirst du nichts mehr verpassen. Uns würde es so riesig freuen, dich auch persönlich kennenzulernen. Darum komm doch mal sonntags in einem von unseren Standorten vorbei und besuch eine Celebration. Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, findest du hier den QR-Code, wo du sehr gerne was geben kannst. Wenn du heute dein Leben Jesus gegeben hast, dann würde es uns so freuen, wenn wir das mit dir feiern können. Darum trag es gerne unten im Kontaktformular in der Videobeschreibung ein und so werden wir uns bei dir melden und dir auch noch ein Geschenk zukommen lassen. Stöber doch gerne noch weiter durch unsere Mediathek. Wir haben so viele tolle und inspirierende Videos und uns